Ahoi und herzlich willkommen zu einem AIDA News Spezial anlässlich der Auszeichnung als Top-Arbeitgeber. Und ihr seht es, ich sitze nicht an meinem angestammten Schreibtisch, sondern hier auf der Couch. Und die Couch ist immer ein guter Indikator für einen Gesprächspartner. Heute bei mir an meiner Seite ist Michael Kasten. Er ist seines Zeichens Head of Talent Acquisition. Und was es genau damit auf sich hat und vor allen Dingen mit der Auszeichnung, das fragen wir an dieser Stelle mal Michael Höst selbst. Da ist das Ding. Ja. Was genau hat es damit auf sich? Ja, wir sind zertifiziert worden als Top-Arbeitgeber von einem international unabhängigen Unternehmen, was eben weltweit Arbeitgeber zertifiziert. Und von diesen sind wir eben zum Top-Arbeitgeber ernannt worden, zum wiederholten Mal im Übrigen. Ja. Das hört sich sehr gut an. Welche Kriterien waren da für diese Auszeichnung maßgebend? Da werden verschiedene Kriterien überprüft, also das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, wie gut es den Mitarbeitern geht, wie gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten wir unseren Mitarbeitern bieten, aber auch wie vielfältig unser Mitarbeiterstab eigentlich ist. Solche Kriterien werden da überprüft und wenn man dann dort gut abschneidet, dann gewinnt man einen solchen Award und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf. Das läuft. Ja. An der Stelle, Michael, ich hatte es eben schon gesagt, du hast ja auch eine sehr unkomplizierte Jobbezeichnung. Ja. Was genau machst du bei uns im Unternehmen und vor allen Dingen, was hat es mit dir als Person auf sich? Ja, ich verantworte einen sehr, sehr coolen Bereich. Und zwar habe ich ein Team, mit dem wir zusammen eben Personalmarketing betreiben und dann am Ende des Tages tatsächlich unsere Mitarbeiter auf der Land- und auf der Seeseite einstellen. Das hört sich interessant an, weil Leute und werden immer gebraucht. Sag uns doch an der Stelle nochmal, mit welchem Wertekodex sind wir bei uns im Unternehmen unterwegs und mit welchen Werten sollte man sich anfreunden können? Wir sind natürlich in einem sehr internationalen Umfeld unterwegs und deswegen haben wir uns halt auch bestimmte Kriterien überlegt, was wir von unseren Kandidaten erwarten. Und ganz, ganz wichtige Aspekte sind natürlich dann eben Toleranz und der Gedanke, mit anderen Nationalitäten, Religionen eben gemeinsam auf Reise zu gehen und zusammen zu arbeiten. Deswegen respektvoller Umgang, aber dann eben auch Leidenschaft für das Produkt, weil wir ja etwas für Gäste auf die Beine stellen, was Freude schaffen soll. Da ist natürlich eine gewisse Leidenschaft für diese Tätigkeiten dann auch vonnöten. Also das schauen wir uns bei den Kandidaten dann eben an. Ich glaube auch so Wörter oder so Schlagworte wie Diversity, ne, gehen damit noch einher. Was hat es damit auf sich? Das liegt einfach daran, dass wir natürlich in einem internationalen Umfeld mit sehr, sehr vielen Nationalitäten zusammenarbeiten, was sehr, sehr spannend ist. Wir haben an Bord unserer Schiffe in der Regel immer um die 35 bis 40 verschiedene Nationalitäten. Eben wie ich schon gesagt habe, auch alle Religionen sind dort vertreten. Und von daher ist das eben so ein Bereich, der das Ganze auch tatsächlich so spannend und multikulturell macht. Du hast es angesprochen. Für mich stellt sich die Frage, in welchen Bereichen suchen wir denn derzeit zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen an Bord? Also an Bord haben wir ganz viele Positionen, wo wir regelmäßig neue Kandidaten suchen. Wir sind ja an Bord sehr breit aufgestellt. Also wir haben einen Hotelbetrieb, einen Restaurantbetrieb. Wir haben aber auch einen großen Entertainment-Bereich, dann einen großen Ausflugsbereich, Shops, Bar. Und für all diese Bereiche suchen wir eigentlich im Moment Personal. Aber wir suchen halt nicht nur Personal auf unseren Schiffen, sondern wir suchen auch Personal für unsere Landorganisation in Rostock. Und da eben ganz klassische Bereiche wie Marketing, Finance, aber auch dann ganz, ganz wichtiger Bereich ist der IT-Bereich. Ein ganz spannender Bereich, weil wir eben neue digitale Produkte auch für unsere Schiffe entwickeln. Immer auch in Verbindung mit spannenden Dienstreisen dann an Bord unserer Kreuzfahrtschiffe. Also im IT-Bereich gibt es viele spannende offene Positionen auch, die wir gerne noch besetzen würden. Ich glaube, das Leben und Arbeiten an Land, das ist ja relativ gängig, aber ich würde noch mal kurz auf dieses Board-Thema zurückzukommen. Was kann man sich unter diesem Board-Leben unter anderem vorstellen, ne? Also das ist natürlich, man kann sich darunter vorstellen, dass man eigentlich mit seinem Arbeitsplatz um die Welt segelt. So habe ich es immer ganz romantisch formuliert. Also man ist tatsächlich mit seinem Arbeitsplatz, umsegelt man die Welt und man ist mit seinen Kollegen sehr eng beieinander. Also Privatleben und dienstliches Arbeitsleben verschmelzen halt. Und das macht es eben so einzigartig, aber schafft auch ganz, ganz neue Möglichkeiten. Wenn ich abends mit meinem Freund einen Cappuccino trinken will, dann kann ich mich in 3 Minuten verabreden und sitze an der Bar und trinke mit ihm einen Cappuccino. Sehr, sehr kurze Wege, aber dadurch dann natürlich auch irgendwie engeres Beieinander. Man verschmilzt eben tatsächlich zu einem sehr, sehr guten Team oder schon zu einer Familie. Wenn sich jetzt jemand von unseren Zuschauern in deinen ja doch sehr spannenden Ausführungen wiederfindet, welche Tipps hättest du, um beispielsweise für sich selbst einen Bewerbungsprozess bei uns anzustoßen, ne?
Also klassisch kann man sich natürlich informieren über unsere Webseite. Wir haben auf aida.de/careers, kann man alle Jobs sehen, die wir aktuell gerade ausgeschrieben haben. Wir haben aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen, ob es jetzt Instagram, Facebook oder YouTube ist, sehr viel Infomaterial, wo man sich über das Leben und Arbeiten an Bord schon informieren kann. Und wenn man sich dann bei uns bewirbt, dann wird man auch nochmal durch einen Rekrutierungsprozess geschickt, in dem dann halt auch Infoveranstaltungen stattfinden, wo einem genau erklärt wird, was man als Seefahrer alles machen muss, bis man dann an Bord kommen kann. Also dort wird man dann vollumfänglich bis zum Aufstieg begleitet. Spannend, was du schilderst. Jetzt natürlich damit einhergehend auch vielleicht noch von Interesse. Wie sieht denn so eine Karriere, wie könnte denn so eine Karrierelaufbahn aussehen? Also wir bieten da verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten. Wir haben Einstiegspositionen, wo man seine Karriere starten kann. Man kann bei uns aber auch sehr, sehr gut als Quereinsteiger dazukommen. Und dadurch, dass wir halt auch viele Jobs haben, die es vielleicht so klassisch auf der Landseite gar nicht gibt, hat man sehr, sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also wenn man erstmal an Bord ist, dann wird man die Vielfalt der Jobs halt auch erstmal erkennen und dann kann man sich sehr gut eben an Bord auch weiterentwickeln und man schafft es halt auch, eine gute Karriere aufzubauen, auch zügig sich weiterzuentwickeln, auch befördert zu werden und gutes Geld zu verdienen. Das ist an Bord sehr, sehr gut möglich aufgrund der Vielfalt der Positionen und dadurch, dass eben halt auch viele unserer Crewmitglieder eben nur eine temporäre Zeit da sind, ein paar Jahre und damit dann eben auch wieder Möglichkeiten für andere Kollegen schaffen. Du bist ja selbst ein Paradebeispiel eigentlich für die Karrieremöglichkeiten und von deinen 9 Jahren, die du im Unternehmen bist, hast du 6 ja auch selbst an Bord gearbeitet. Was war so für dich das nachhaltigste oder auch vielleicht auch prägendste Ereignis, an das du dich bis heute gern zurückerinnerst? Ja, von diesen bleibenden Momenten erfährt man natürlich ganz viele, so während 6 Jahren Seefahrt. Aber ich würde sagen, der bleibendste Moment war für mich tatsächlich das Einlaufen mit AIDA Luna in New York, wenn man den Hudson runterfährt, vorne auf dem Vorschiff steht als Crewmitglied und dann eben den Hudson Richtung Manhattan fährt. Das ist ein ganz einschneidender Moment und den werde ich auch sicherlich nie vergessen. Ja, Michael, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen und wenn wir nicht schon Kollegen wären, dann hätte ich spätestens jetzt Lust, einer zu werden. Und wenn es euch ähnlich geht und ihr euch vorstellen könntet, Teil unserer Crew zu werden und bei einem Top-Arbeitgeber zu arbeiten, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch bei uns zu bewerben beziehungsweise euch auf unseren entsprechenden Seiten tiefergehend zu informieren. Wir sagen an der Stelle herzlichen Dank und schicken ein Ahoi hier aus Hamburg. Euer Yves.